So, auf geht's. Ich bin schon direkt in deinen Raum drin. Ach, ja gut, wenigstens nur im Raum. Na gut, gehen wir schon hin. Komm. Ja, dann start endlich, damit ich schießen kann. So. So, sitzt mir nicht drin. Einladungen sind raus. Heute klauen wir Insurgents aus dem Steinbruch. Hals- und Beinbruch im Steinbruch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das ein Genickbruch oder was? Nee, Hüftbruch. Ja. Und wenn ihr dann sagt, ihr seid bereit, kann ich starten. Starte ich. Also ich bin ganz breit. Das weiß ich. Ich kenne dich persönlich. Ich habe ihn auch abschussbereit. Ach, oh, Dinge. Oh. Kopf, Dinge. Baby, wie sieht es bei dir aus? Ich bin bereit. Okay, auf geht's. Jetzt hörst du dich auch deutlich lauter an, das ist angenehmer. Ich schieße gleich. Alter Thomas, such dir eine Frau, weißt du? Oder ein Kerl, ich weiß nicht, worauf du stehst. Ich habe keine Frau. Auf dich, er wollte doch schon deine Einbahnstraße. Ja, die bleibt auch Einbahnstraße. Ja, sagen sie alle. Das können ich nicht ja auch mal... Straßen umgeändert werden, ne? Ne, die Straße nicht. Das bleibt alles so, wie es ist. Was bleibt so alles drin? Okay, genau, bleibt alles drin. Boah, sind wir heute mal wieder versaut. Du? Nur heute? Juhu, Party! Mein Night Shark ist da. Warte, ich hab ja noch hier so einen Granatwerfer. Nehmen wir den hier mal. Heute, oder? Ja, warte, ich komm rüber. Na, dann auf. Was kostet hat die Mühle? Hat eine schöne Farbe. Was kostet die Mühle? 1,5 hat der gekostet. Ja, wenn der aufgebaut ist, bis bei 2. Na, vielleicht hole ich mir den noch irgendwann. Der hat Panzerplatte Stärke 3 drauf, ne? Ja, ich guck mal, dass ich mir den... Musst du da irgendwas vor? Kannst du den so kaufen, ja, ne? Einfach so. Den kannst du so kaufen und dann baust du den dir auf. Dann werde ich mir den irgendwann mal gönnen, wenn ich ein bisschen Kohle habe. Ich bin jetzt bei 1,7. Weil der hält mehr aus wie der Churchant und der Kuruma. Und wir können ja auch mal. Meiner Meinung nach hält der Churchant zu wenig aus, was vor allem an den Fenstern. Du kriegst genug ab. Der Kuruma ist deutlich angenehmer. Ist halt schade, dass man das Weiße um das Logo drumherum nicht wegkriegt. Kannst du, musst es nur hinten quasi unsichtbar machen. Da muss ich das mal nochmal ändern. Ja. Du musst den Hintergrund quasi als PNG machen. Dann müsste das eigentlich gehen. Aber das Logo an sich ist eigentlich ganz gut geworden. Ja. Wir könnten ja auch mal eine kurze Nummer machen, wo wir die gepanzerten Fahrzeuge testen, die drei im Test machen. Müssen wir mal gucken, wenn wir die Zeit haben, ja. Ich würde jetzt einfach, wenn wir zu 14 die Überfälle erstmal durchziehen und dann kann man immer noch machen, was wir ein bisschen Zeugs machen. Okay, ich habe jetzt einen Spack. Ja, das hatte ich eben auch, dass das Spiel so ewig gegangen hat, ne? So eine Sekunde oder zwei. Das habe ich eben gerade gehabt bei dem. Ich dachte mir, das wäre mal interessant, wenn man dann danach so was macht, zu gucken, welcher Wagen am besten gepanzert ist von den drei. Ja. Ich weiß, als Hinweis. Ich habe das tatsächlich schon mal gesehen bei YouTube, werden mir die immer ein bisschen vorgeschlagen, diese Videos. Aber dafür kann man aus dem hier nicht rausschießen, im Gegensatz zum Kuruma. Kommt drauf an, wenn du die normalen Fenster hast, dann schon. Aber das Geile ist, er hat eine Anhängerkupplung, du kannst quasi noch einen Anhänger hinten dran hängen.
Du kriegst den Flak-Anhänger. Ja, für einen Flak-Anhänger. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde mir den wahrscheinlich dann irgendwann auch nochmal holen. Aber der Flak-Anhänger kostet noch extra dann, ne? Genau. Ja, na gut. So, ein Kilometer noch, dann sind wir Steinbruch. Der einzige Vorteil, der hat, ist, der hat Maschinengewehr vorne drin. Der hier jetzt, oder was? Ich kann aus dem Auto, kann während der Fahrt schießen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die jetzt, für die Mission. Der hat Frontmaschinengewehr. Wollt ihr von oben runter arbeiten oder von unten drauf arbeiten? Du kannst doch mit dem, kannst du nicht mit dem MG einfach reinschießen in die Leute? Ich kann reinschießen. Wenn du das, wir können auch von oben uns wegarbeiten, das ist nicht das Problem. Ist kein Ding, kommen wir hoch. Müsste man aber auch mal stehen bleiben. Das ist halt nur Wissen vorher. Okay. Kann man das Snipen ein bisschen üben. Oh ja. Alles sauber? Nee. Mann. Jetzt. Nicht mit Raketen, seid vorsichtig bitte. Ja, das ist nur der eine mit dem Geschütz drauf. Ist Ruhe jetzt, ne? Es dürfte eigentlich weg sein. Wer will fahren, wer will schießen? Ich will schießen. Du willst scheißen? Gut. Ja, ich kann auch fahren, jetzt ist Wurst. Ja, komm, ich fahre, dann mach. Mit beiden fahren. Ja, komm, dann. Wir brauchen zumindest ein Auto besetzt, mit Doppelbesitz mit dem Geschütz. Ich fahr den wir brauchen. Ah, alles klar. Steck ein, genau, Baby, genau. Haben wir noch einen draußen? Wir sind hier unterwegs noch. Ihr seid mit dem Auto unterwegs, okay. Ich habe einen geschützt, aber der ist unbesetzt. Okay, ich bin mit meinem da. Nein. Ich habe mich fest gehakt. Thomas, komm jetzt mal bei mir mit dem Geschütz, damit wir den Jungs helfen können. Den Jungs? Aha. Jungs und Mädels. Yvonne, ich wusste nicht, dass du ein Junge bist. Also sieht die äußerste Entscheidung, also ist das nur Tarnung, Yvonne. Baby, alles nur Tarnung, ne? Wer weiß, ne? Das Problem ist einfach, dass ich mich gerade voll verfahren habe. Jetzt komme ich. Also erscheine. Geil, aus dem Auto rausgeschossen worden. Der hat mich einfach eingekesselt und dann war es vorbei. Jetzt haben die mich. Und nochmal von vorne. Yay, und ich war schon fast da. Woohoo! Ja, das geht ein bisschen jetzt auf uns. Entschuldigung. Ja, die haben mich voll eingekesselt. Ich kam nicht mehr weg von dem Ort, wo ich stand. Genau in der Brücke haben die mich eingekesselt. Ist der mich reingefallen und ich kam nicht mehr raus. Da fängt die nicht mit meinem... Ja, dann fahr mal mit deinen. Wir brauchen ja nur den einen, nehmen wir eigentlich nur den einen. Dann fahren wir mit deinem durch, Thomas.
Eigentlich sollte das funktionieren. Wenn der in der Nähe steht, meiner. Das ist halt das, ne? Oder ich steige jetzt einfach beide in den mit dem Geschützturm und ja, mach die Mission. Haben ganz wir ja normal. Oder so. Haben wir ja eigentlich auch gemacht, aber wie gesagt, der ist mir. Das. Dann nehmen wir den. Meiner steht weiter weg. Ja, dann machen wir es so. Setz dich ans Geschütz. Warte, dann lass mich wieder ans Geschütz. Ja. Aber ich sitz. Ja, perfekt. Heli down. Wichtig ist der Heli. Der eine ist weg. Da ist der andere. Zweite Heli auch down. Entschuldigung. Der Wagen ist besetzt, ich bin besetzt. Oh, Eieieiei. Auto müde, Auto schlafen, gut. Ne? Gut gegangen. So, wieder ein Auto down. Fahr mal weg, kurz, der brennt. Rein. Das Auto brennt. Deswegen fahre ich auch drumherum. Okay, jetzt ist er dann immer hochgegangen. Ja, ja. So. Ja. Ich wollte nur nicht Baby umfahren. Die saß im Auto, die kann da schlecht hingefahren werden.
Die Frau hat nämlich die Distanz immer auszusteigen, wenn der Wagen noch nicht ganz steht. Das hast du eben auch gemacht. Das habe ich ja bei ihr gelernt. Das hat sie mir gezeigt. Ja, diesmal bin ich in der Goldlinie. Also bin ich ein Goldstück. Na gut. Er nicht. Du kannst ruhig Thomas sagen. Du musst nicht Gott sagen. So weit bin ich noch nicht. Wenn ich dich gemeint hätte, hätte ich Pöbel gesagt. Krümel? Aha. Dann Pöbel. Bist du der Kuchen, ne? Pöbel, Fußvolk. Okay. Auto drin. Fein. Ey! Was hast du jetzt was gemacht? Der hält aber 4, 5, 6, 7. Und acht, immer noch. 8. 9 Stück hat er ausgehalten. Nicht schlecht. Ja. Alter. Du hast aber auch gesehen, der tanzt so richtig unter Beschuss. Hä, ich hab schon. Und das ist der Vorteil an dem. Nein. Also 9 Dings hat er ausgehalten. 9 Granatdinger. Na gut, dann muss ich jetzt mal mein Auto zurückhaben, weil ich muss immer Button zurück. Markus, Taxi. Dann komm her. Ich bin am Flugplatz. Ich brauche, wie gesagt, ich muss mal zu meinem Apartment zurück. Auch ernsthaft, die sollte man nennen, das. Warte, ich komm doch schon zu dir, wenn du ja. Baby lässt. Baby kann ihre Polizeiverfolgung alleine machen. Also man kann ja auch den Geldtransporter kaufen und so ein Scheiß. Ja, wenn du den mal probieren willst, bitte. Warte, ich guck gerade durch, was hier so. Hier gibt's geile Fahrzeuge, muss ich sagen, aber die sind auch teuer. Ich bin jetzt bei Warstock mal drin gerade. Ah, der Night Shark hier unten ist er. 1,245 Millionen kostet der. Also 1,3. Wenn du den mal ausprobieren willst, bitteschön. Kannst ihn nutzen. Mitfahren. Ich habe ihn gerade gekauft. Okay. So. Taxi, Apartment. Schleimer. Steige nur bei vertrauenswürdigen Personen ein. Kann man nicht hier hinten auf die Autobahn drauf? Doch, kannst du. Eigentlich müsstest du. Ja, die fährst das wahrscheinlich irgendwo rechts über die durch die Pampa.
Du bist, jetzt, ne? Du bist jetzt, glaube ich, bei dem O'Neill anwesend. Ich weiß. Na gut, sind trotzdem noch. Sind trotzdem immer noch 7 Kilometer. Der hält aber auch genauso viel 7H ab, ne? 7. Rechts oder links, Kevin? So. Rechts. Okay. Ja, ich habe gesagt, ich habe es ausprobiert. Granatwerfer hat er 9 Stück ausgehalten. Und zwar ziemlich aus nächster Nähe. Und ich sag ehrlich, am Missionsauto ist der auch gut einsetzbar. Ja, ich habe mir deswegen habe ich mir den jetzt auch gerade gekauft. Wenn der auch gepanzert ist. Deswegen war das früher mal mein erstes Crew-Auto. Wo der rauskam. Wo ich gejagt worden bin. Mit meinen Leuten. Wenn man ein Gejagter ist, dann sucht man sich das Beste raus. Hm. Gut, jetzt. Ja. Ah, da fahr ich links. Das nächste Apartment an. Hier links, genau, und dann kannst du mich hier links beim Großhaus rauswerfen. Ja, Taxi ist da. Sehr gut. Dann kann ich nämlich mal eben den nächsten Überfall starten. Die Frage ist, ob das jetzt schon. Oh, das ist jetzt schon der Flug. Das ist jetzt ja. Nee, gehen wird's wahrscheinlich. Ob das jetzt schon der Flugzeugträger ist, glaube ich noch nicht. Ich glaube, der kommt jetzt danach. Warte, Moment. Ja. Nur einen Moment, was am machen. Ich liebe das ja am Schluss, wenn dann die Top Gun-Musik dazu kommt. Und das wollte ich tatsächlich auch gerade sagen. Ja, doch, der kommt jetzt. Aber nicht in der nächsten Folge.